Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und ich bin zurück unter den Lebenden. Und jetzt kommen wir wieder mit richtig vielen aktuellen Beiträgen. Heute soll es gehen um eine Konsultation und ein damit zusammenhängendes Festlegungsverfahren zum 24-stündigen Lieferantenwechsel, der ja in Zukunft sowieso verpflichtend kommen soll. Und jetzt möchte die Bundesnetzagentur genau darüber sprechen, wie das läuft. Und dementsprechend sind wir wie immer bei den aktuellen Mitteilungen der Beschluss 6, die ist ja für Strom zuständig. Und dann am Valentinstag natürlich wurde dann hier die Eröffnung des Festlegungsverfahrens für einen beschleunigten werktäglichen Lieferantenwechsel in 24 Stunden LFW24 veröffentlicht. Wenn man da reingeht, ne, sieht man einen relativ langen Beitrag, der sich nun damit beschäftigt, dass wir hier so ein Konsultationsverfahren haben. Oder jetzt eine Konsultation haben im Rahmen eines Festlegungsverfahrens, um ganz genau zu sein. Und zwar wurde nun im Energiewirtschaftsgesetz ja festgelegt, dass wir ab Januar 26 sowieso den 24-stündigen Lieferantenwechsel auch wollen. Und dementsprechend müssen wir ja jetzt langsam aber sicher mal die Prozesswelt dafür aufbauen. Die Bundesnetzagentur hat sich gedacht bei dieser Gelegenheit, na dann wollen wir doch mal auch gleich alles ändern. Also, die zur Konsultation gestellten Vorgaben ermöglichen es sowohl den Netzverbrauchern wie auch den Anlagenbetreibern im Rahmen der vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen innerhalb eines Werktags den Lieferanten zu wechseln und bieten insbesondere Lieferanten und Netzbetreibern gleichzeitig die Option, die damit in Zusammenhang stehenden Prozesse weiter zu automatisieren. Klingt schon mal ganz gut. Dadurch kann der personelle Ressourceneinsatz beim Lieferantenwechsel nebst seinen Folgeprozessen generell reduziert werden. Klingt super. Auch werden aufwendige manuelle Clearingfälle weiter erheblich vermindert. Das klingt ja fantastisch. Wir werden gleich sehen. Es klingt alles richtig gut und es geht bestimmt auch in die richtige Richtung, aber allein sich durch diese Dokumente nachher durchzuarbeiten, wird euch Wochen kosten. Die Erreichung der gesetzlich angeordneten Verkürzung des Wechselprozesses auf nur noch 24 Stunden ist jedoch durch eine einfache Straffung der bisherigen Fristen unter gleichzeitiger struktureller Beibehaltung der Prozessabläufe nicht zu erreichen. Ah, so wie wir es bisher machen, können wir gar nicht schneller werden. Wir müssen es also anders machen. Oh. Eine derart spürbare Reduktion der Prozessdauer kann nur durch eine umfassende Prozessoptimierung und Überarbeitung erzielt werden. Da wurde bestimmt Six Sigma angewendet. Die Verkürzung der Fristen und die dadurch erforderliche grundlegende Überarbeitung des Kapitels zur Definition der Fristen geht folglich mit Anpassung der prozessualen Struktur und einer deutlich modulareren Prozessausgestaltung einher. Ich werde mal ein bisschen vorgreifen. Die GPKE und auch die WIM und auch die MPES werden ausführlich geändert. Ausführlich geändert. Wieder mal. Und zwar diesmal aber so richtig verrückt. Wow. Also besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang folgende geplante Änderungen. Im Rahmen der 24-Stunden-Wechselmöglichkeiten müssen wir generell in der GPKE, der MPES und der WIM, ja, Änderungen jetzt also vornehmen. Es betrifft auch erzeugende Anlagen, also nicht nur uns als Verbraucher, sondern eben auch den Photovoltaikanlagenbetreiber und was auch immer für einen Betreiber, der einspeist, der ja zum Beispiel auch einen Lieferantenwechselprozess haben kann für dann diese typische 100% Zuordnung einer direktvermarktungspflichtigen Anlage für den Kalendermonat. Ne? Das kennt ihr, wenn ihr euch mit der MPES beschäftigt. Also soll im Rahmen dieses Verfahrens eine Konsolidierung der Vorgaben für erzeugende und verbrauchende Marktlokationen erfolgen, heißt, die Wechselprozesse in der MPES gehen in die GPKE über und nur noch dort finden wir alle Regeln zum Lieferantenwechsel in jeglicher Hinsicht, egal ob Einspeiser oder Verbraucher. Das heißt, in der MPES werden wir jetzt so in Zukunft also nicht mehr unbedingt Wechselprozesse haben, sondern nur noch die Referenzierung auf die GPKE. So, GPKE-Prozessstruktur soll überarbeitet werden. Das werden wir gleich sehen. Um die enormen Änderungen, jetzt kommt es nämlich, einfach nachvollziehbar zu machen, stellt die Kammer nur als Erläuterung eine Übersicht mit einer Kategorisierung der einzelnen Stammdaten und der Angabe, in welchen Prozessen dieses Stammdatum zur Anwendung kommt, zur Verfügung. Also, um es einfach nachvollziehbar zu machen, gibt es jetzt hier eine Tabelle. Wir gehen mal in diese einfache Tabelle rein. Sie hat 9 Seiten und sieht so aus. Das ist so wunderbar einfach. Nein, also wer sich mit den definierten Stammdaten, die wir in der GPKI zum Beispiel gefunden haben oder auch in den
in den diversen Idiot Energy Dokumenten. Na, also wer sich mit diesen Stammdaten und den Prozessen sowieso beschäftigt, also wer sich mit Marktkommunikation beschäftigt, wird hier durchsteigen. Wir haben hier runterwärts links einfach immer das Stammdatum, auch so ein bisschen organisiert, ne, Termine, Marktlokations-ID, bla bla bla. Eine ungefähre Kategorisierung, was ist das überhaupt? Dann hier die Darstellung, wer ist jeweils verantwortlich, wer ist berechtigt. Ne? Also ihr habt hier oben nach Spalten die jeweiligen Marktpartner und dann steht hier immer V verantwortlich, Netzbetreiber. B berechtigt, zum Beispiel in diesem Fall Lieferant. Okay. Und dann ist hier rechts einfach nur die Prozessstruktur. Na, geht es um den ganz schnellen Marktlokationsidentifizierungsprozess oder geht es um den Lieferbeginn oder geht es um die Einspeiserzuordnung etc. Und da dann jeweils die Richtung Lieferant der Netzbetreiber oder Netzbetreiber Lieferant und dann ist da jeweils ein X, wenn das jeweils zutrifft. Na, also ob da dieses Stammdatum Verwendung findet. Und so kann man sich, naja, wenn man sagt, ich muss mich halt beschäftigen in meiner Abteilung mit irgendwelchen, keine Ahnung, Messlokations-ID-Prozessen, dann gucke ich mir hier diese nächsten Zeilen an und gucke, wer da hier jeweils zuständig ist. Okay. Also, ansonsten ist das natürlich überhaupt nicht einfach durchdringbar, aber unter diesen Voraussetzungen kann man sich das schon mal angucken und hoffentlich auch einfach nachvollziehen, was die Bundesnetzagentur uns hier sagen möchte. Weiter geht's mal. Also hier ist dieses PDF mit der Tabelle verlinkt. Den beschleunigten werktäglichen Lieferantenwechsel in 24 Stunden soll ein Prozess zur kurzfristigen Ermittlung der Marktlokations-ID im Bedarfsfall vorgeschaltet werden. Das heißt, bevor wir diesen 24-Stunden-Lieferantenwechsel dann in Zukunft anstoßen, werden wir in irgendeiner Form schon sagen, hey, erkennen wir den Kunden? Also kann der identifiziert werden. Dieser ist durch eine konkrete Prüfvorgabe und Verwendung einer API-Schnittstelle, also durch so eine hochautomatisierte Schnittstelle der IT-Systeme, so hochgradig automatisiert, dass eine Identifikation anhand bestimmter Parameter innerhalb von 2 Stunden erfolgen kann. Also 2 Stunden zur Kundenidentifizierung, 24 Stunden für die Abwicklung des Lieferantenwechsels. Der BDW hat der Kammer bereits einen ersten Entwurf eines Entscheidungsbaumdiagramms für diesen Prozess übermittelt. Der ist natürlich auch nur rein informatorisch. Der ist nicht Teil dieser Konsultation und des Festlegungsverfahrens erstmal, sondern der ist jetzt eine Hilfestellung. Deswegen steht ja auch Arbeitsentwurf. Arbeitsentwurf für ein Entscheidungsbaumdiagramm zur Identifikation einer Malo. Gehen wir mal rein. 15 Seiten. Okay. Am Anfang diverse Erklärungen, Prämissen praktisch und dann geht's los. Ne? Hier fangen wir an. Liegt in der Anfrage der Lieferrichtung Entnahme vor? Na, also ist es ein Verbrauchskunde? Ja. Liegt in der Anfrage Transaktionsgrund Lieferantenwechsel vor? Ja. Okay, gehen wir rein. Ist das Identifikationskriterium Adresse enthalten? Dann kommt die Adressprüfung. Ist Name Firma enthalten? Kommt die Namensprüfung. Ist ein Zählernummer enthalten? Prüfung. Malo-ID enthalten? Prüfung. Gibt es eine Trefferliste auf Basis eines Kriteriums Treffer mit einem Identifikationskriterium? Nein. Ablehnung, weil nicht ermittelbar. Ja, wir kriegen es hin. Und dann kommen immer noch 8 Seiten mit diversen weiteren Erklärungen. Also wer sich diesen Prozess mal in Detail angucken will, viel Erfolg. Wir machen dazu bestimmt mal noch ein Video. Ich finde das insgesamt super spannend, was hier passiert, weil wir wirklich ja ausführlich nun in die gesamte Prozesslogik, wie wir sie bisher verwendet haben, eingreifen und die jetzt tatsächlich mal so anders stattfinden wird, dass wir tatsächlich eine enorme Geschwindigkeitserhöhung auch kriegen könnten. In der alten Prozesslogik ist das immer nur schwierig vorstellbar gewesen. Wenn wir das alles dann mal in den nächsten 3 Jahren umbauen, könnte es was werden. So, das war aber immer erst nur noch Punkt drittens. So. Die Bilanzierung einer Marktlokation sowie die Netznutzungsabrechnung sollen zukünftig zur Vermeidung zweier Bilanzierungssysteme ausschließlich nach dem Synchronmodell erfolgen. Das Asynchronmodell wird nicht mehr angewendet in Zukunft. Wir hatten unter dem Begriff Synchronmodell, Asynchronmodell immer mal so das Thema wie, naja, dann ist keine rückwirkende Zuordnung von Kunden zu einem anderen Lieferanten im Sinne eines Einzugs rückwirkend hier nicht mehr möglich, weil wir auch die ganzen Bilanzierungsdaten dann, wie gesagt, ja eben nur noch in Echtzeit oder praktisch in Zukunft denken, nicht mehr vergangenheitsmäßig anders zuordnen können, wie es bisher ja immer üblich war. Wir werden in die konkrete Unterscheidung von Synchronmodell und Asynchronmodell für die Zukunft auch nochmal reinschauen. Ich glaube, das haben wir nur mal so erwähnt in den bisherigen Videos. Ich werde das nochmal richtig auseinanderdröseln. Am Ende des Tages natürlich
geht es ja darum, die Bilanzkreisbewirtschaftung korrekt umzusetzen, so in letzter Konsequenz. Darauf spielt das nun am Ende des Tages auch ab. Die Stammdaten von Kunden oder die korrekte Zuordnung, wer nun für was irgendwie dann zuständig ist, das wird trotzdem in irgendeiner Form ja laufen müssen. Und erst dann, wenn wir einen wirklich vollumfänglichen Smart Meter Rollout hätten, so in 10 Jahren, könnte man vielleicht wirklich davon ausgehen, dass man so automatisiert Echtzeitzuordnung auch sicher 100% hinkriegen kann. Bis dahin, naja, gucken wir mal. Also wir verschieben mal das Auseinandernehmen von Synchron- und Asynchron-Modell auf ein anderes Video. So, und dann aber noch 15. Bis Schlusskammer hält die Etablierung einer Informationsbereitstellung in Richtung eines Anschlussnutzers, also des Kunden, über wichtige Parameter seiner Netzanschlusssituation durch den Netzbetreiber für unabdingbar. Also, es gibt eine Informationspflicht für den Netzbetreiber an den Endkunden. Beim Abschluss eines Stromliefervertrags gilt es zukünftig, zum mehr preisbildende Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Also soll auch der Verbraucher mehr erfahren über Ausstattung mit einer bestimmten Messtechnik, Wahl des wettbewerblichen Messstellenbetreibers, Vorhandensein von flexiblen Verbrauchseinrichtungen oder Eigenversorgung aus Erneuerbaren auf die individuelle Gestaltung des Stromliefervertrages. Weil das bisher nicht der Fall ist, soll das in Zukunft durch so einen Informationsprozess also noch eingeführt werden. Das finden wir dann auch in den Dokumenten. Das ist prinzipiell natürlich auch nochmal ein deutlicher Aufwand, Informationsaufwand für dann hier erstmal die Netzbetreiber. Mal gucken, wie man das dann in Zukunft mit, ich sag mal, Online-Portalen wahrscheinlich in irgendeiner Form lösen kann. Schwierig. Also heute noch nicht ganz vorstellbar. Eigentlich theoretisch, klar, da gibt es halt einfach ein Online-Portal und du hast irgendeinen Zugang, um deine Anschlussstelle da zu finden und dir anzugucken, was da so geht. Aber das ist ja überhaupt gar nicht so bisher in den To-Dos des Netzbetreibers in dieser Form vorgesehen. So, ferner weitere Änderungen und Klarstellungen in den Prozessdokumenten, klar. Und jetzt kommt aber der Kracher. Zur besseren Handhabbarkeit der zum Teil sehr umfangreichen Prozessdokumente, ja, hunderte Seiten GBKI, hunderte Seiten MABIS zum Beispiel, werden diese außerdem aufgeteilt. So soll die GBKE inklusive der dann aus der MPES kommenden Prozesse zukünftig als vierteiliges Dokument und die WIM als zweiteiliges Dokument geführt werden. Die geplanten Anpassungen sind farblich markiert und zum Teil haben wir auch eine schon Lesefassung. Also hier kommt es dann. GBKE Teil 1, 2, 3, 4. Hier sind die Änderungen markiert, da gucken wir auch gleich rein. Lesefassung heißt, das ist dann schon fertig formatiert. WIM genau hier, Teil 1 und Teil 2. Wow, gucken wir gleich rein. Auf jeden Fall gibt es so einen gewissen Trend dazu, die Dokumente auseinanderzuziehen. Mehr oder weniger. Bei der UTMD nun genau nicht. Ne? Also die wird da zusammengeführt Ende dieses Jahres, aber im Smart Metering-Bereich, bei zum Beispiel dem Stufenmodell, das wurde auseinandergezogen vor 2 Jahren. Und hier findet man das jetzt auch in der GBKI und der WIM. Ist eine Geschmacksfrage, ob ich ein 700-seitiges Dokument haben will oder halt 4 mehrere Seiten umfassende Dokumente. Naja, okay. So, Excel-Formular zur Abgabe der Stellungnahme, denn wir kommen gleich dazu, es gibt ja eine Konsultationsfrist. Aber dann, so, als Alternative zu der bereits heute nach GBKE praktizierten Mitteilung des Lieferanten an den Netzbetreiber im Rahmen der Stammdatenprozesse, dass er der Blindarbeitsabrechnung zustimmt, hat der BDW der Kammer 2 neue Prozesse zur Bestellung und Beendigung der Blindarbeitsabrechnung durch den Lieferanten übermittelt. Die Kammer bittet Marktteilnehmer um Rückmeldung, ob diese Änderung für zielführend gehalten wird. Dann ist hier noch ein weiteres Dokument. Wir gucken da jetzt nicht rein. Wir werden Blindarbeitsabrechnungen nochmal separat machen. Aber ihr merkt nur, es ist ganz schön viel. Schließlich beabsichtigt die Beschlusskammer auch die Vornahme punktueller Anpassungen am geltenden Messstellenbetreiber-Rahmenvertrag. Also wer sich auch damit beschäftigt, guckt auch gerne da mal rein. Es ist beabsichtigt, die konsultierten Änderungen an der Marco am 1.4.25 für verbindlich zu erklären. Das heißt, die ganzen GBKE-Themen hier werden in gut 2 Jahren dann in Kraft treten. Die Änderung am Messstellenbetreiber-Rahmenvertrag, also das letzte hier, ein Jahr früher, zum 1.4.24. Konsultationsbeiträge, also eure Rückmeldung an die Bundesnetzagentur bis Donnerstag, 20. April 2023, das sind noch über 2 Monate zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist auch angebracht. Und dann, naja, halt wie immer, nutzt bitte dafür diese Excel-Sheet, tragt ein, was ihr haben wollt, schickt es per E-Mail an die Poststelle BK, also Beschlusskammer 6 at BNSA.
Adresse. So, aber hier haben wir ja nun diese vier GBKEs und die zwei WIMs. Was ist denn da drin? Also GBKE Teil 1, einführende Prozessbeschreibung, 31 Seiten lang. Einführende Prozessbeschreibung heißt, hier sind die allgemeinen Informationen und Einführungen, wie wir sie bisher auch in den Prozessdokumenten so finden, na, einfach Definition über die Marktteilnehmer und Rollen und Objekte, ne? Definition der Marktlokation, Definition der Messlokation und so weiter, ne? Netzlokation, Lokationsbündel, Datenaustauschinfos, Fristenberechnung-Infos, das, was wir an vielen Stellen am Anfang der Dokumente sowieso immer bisher gelesen haben, ist jetzt hier auf 31 Seiten zusammengefasst. Das sind also 31 Seiten mit, ich sag mal im Großen und Ganzen, Fließtext. Aber informatorisch relevanter Fließtext. Also wer sich damit beschäftigen will, das Gesamtsystem zu verstehen, guckt sich diese 31 Seiten an. Das beschreibt, wie wir Energiewirtschaft dann jetzt in Zukunft machen. Teil 2. Fokus Zuordnungsprozesse. Zuordnungsprozesse deutet es ja nun an, na, so ein paar vorbereitende Prozesse wie Ermittlung der Marktlokations-ID, also erstmal erkennen, wo sind wir überhaupt, und dann Messlokations-Config-Check-Prozess. Ja, okay. Also ob die Messlokation korrekt eingerichtet ist, sage ich mal. Auch gerade im Kontext wieder des Smart Metering interessant. Use-Case-Kündigung. Und dann der Lieferbeginn, die Neuanlage, die Ersatz- und Grundversorgung. Die 100%-Zuordnung bei den Erzeugern und das Lieferende. Und dann noch ergänzend Prozesse zu Abrechnungsdaten, also Übertragung von Abrechnungsdaten für die Netznutzungsabrechnung und für die Bilanzkreisabrechnung getrennt. Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung. Bereitstellung einer Änderung von Abrechnungsdaten. Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte und des Lieferscheins. Netznutzungsabrechnung, Preisblätter, Sperrung und Entsperrung, Punkt. Auf 109 Seiten. Jetzt sind wir in Summe schon mal bei, ja, 140 Seiten. Okay, also Teil 1, Fließtext, wichtig zum Gesamtverständnis. Teil 2, na so die typischsten Wechselprozesse, könnte man eigentlich sagen, plus Abrechnung. Teil 3, Fokus Konfiguration und Steuerbefehle. Nochmal 100 Seiten. Also wir kämen schon auf die 240. So, Austausch von Konfigurationen. Na, hier haben wir Bilanzierungsverfahren. Hier haben wir die Zählzeiten, Schaltzeiten, Leistungskurvendefinitionen, haben wir mal letztens angesprochen in der Marco. Konfigurationen, Steuerbefehle von Netzbetreiber. Gerade im Kontext der steuerbaren Einrichtungen. Ne? Das haben wir auch schon besprochen. Preisblatt-Prozessbeschreibungen, Punkt. 100 Seiten, wie gesagt. Und Teil 4, Stammdatenprozesse, nur 36 Seiten. Wow, wir wären also nur so bei 280 Seiten ungefähr gelandet. Nur. Stammdatenänderungen und Anfrage zur Stammdatenänderung. Stammdaten zur Bilanzkreistreue. Hier kommen wir dann nämlich zu dieser Änderung, dass die Daten für die Bilanzierung eventuell nicht mehr im eigentlichen Lieferantenwechselprozess sofort mit verpflichtend zu übertragen sind, sondern dann eben separat als Stammdatenübertragung, Geschäftsdatenanfrage und die Kommunikationsdaten und die Stornierung, die Anschlussnutzerinformationen, na, das geht dann wieder Richtung der Endkunden und das war's. Also hier haben wir eigentlich 280 Seiten in vier Dokumente unterteilt, kann man machen. Und die WIM, Basisprozesse, ne? Ich sag mal, das sind die Zuordnungsthemen. Ne? Nach kurzer Einführung haben wir hier den Messsteinbetreiberwechsel, den Zählerwechsel und Übernahme und ja, Messlokationsänderungen. Kennen wir alles. Ersteinbau, Messsteinbetriebsabrechnung und hinten dann noch die Dienstleistungsabrechnung. So, 90 Seiten und Teil 2. 87 Seiten, also ist auch die WIM jetzt bei ne, fast 180 Seiten, bei fast 200 Seiten angekommen. Hier haben wir die Werteübermittlung. Also hier kann man sagen, in der WIM offensichtlich macht das absolut Sinn, das so zu trennen. Ne, das eine ist eher der Wechselprozess und das andere ist eher die Wertübertragung. Also das kann man absolut so machen. Ne, haben wir sowas wie die Störungsbehebung und dann die Anforderung an die Übermittlung von Werten. Das kennen wir, so eine typische Tabelle dann mit den diversen Infos.
Berechnungsformeln, Wertaufbereitung, vorläufige Werte, bla bla, ne? Hier Zwischenablesungswerte übermitteln, Reklamation von Werten, etc. Also, ich sag's mal so, das ist schon eine deutliche Änderung, dass wir das denn jetzt hier teilen, aber die Teilung an sich ist schon nicht unlogisch. Das kann man durchaus machen. So, das heißt also, ihr guckt euch diese unglaublich einfach nachvollziehbare Tabelle der mit 9 Seiten an. Ihr guckt euch die Entscheidungsbaumdiagramm-Vorlage des BDW an, um zu verstehen, wie man die Identifikation eines Kunden dann innerhalb von 2 Stunden durchführt. Und dann guckt ihr euch die 4 GBKIs an, die 2 WIMs und dann außerdem bitte alle Themen zur Blindarbeitsabrechnung und den Messstellenbetreiber-Rahmenvertrag und könnt dann innerhalb der nächsten 2 Monate eure Konsultationsbeiträge an die Bundesnetzagentur schicken. Also ich habe mir ein wunderbares Thema hier ausgesucht, um jetzt wieder so richtig reinzustarten. Also wie gesagt, wir machen dazu ja offensichtlich noch mehr, weil das ist ja phänomenal viel, was hier passiert. Ich meine, nur der Messstellenbetreiber-Rahmenvertrag kommt nächstes Jahr, der Rest dann in 2 Jahren. Bis dahin haben wir genügend andere Themen, die kommen. Ich mache auch mal vielleicht noch mal eine Staffelung demnächst, was die Zeitleiste angeht, was jetzt alles so passiert und wann das so in Kraft tritt. Aber ja, ihr könnt auf jeden Fall euch mit diesen mega spannenden Themen jetzt mal auseinandersetzen und im Zweifel auch der Bundesnetzagentur sagen, dass ihr diverse Inhalte dort drin, ne, also wirklich hier GBKE Teil 3, geht auf irgendeine Seite und sagt, ja, das hier ist so nicht sinnvoll und dann verweist ihr auf Seite und hier den Teil und sagt, das muss anders sein oder hier das Sequenzdiagramm ist nicht richtig, bla 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 und schon kann das eventuell dann in der Beschlussfassung darüber berücksichtigt werden. Ja, also das kann durchaus auch mal Sinn machen. Ich habe euch das gerade gar nicht gezeigt. Ich habe hier nochmal herumgeklickt und herumgescrollt in dem Dokument. Ihr seht das ja gar nicht. Na gut, ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Habt ihr Fragen und Anmerkungen zu diesen gar wunderbaren tausenden Seiten Inhalten, die wir jetzt hier gefühlt uns anschauen dürfen, innerhalb der nächsten 2 Monate, dann gerne auch schon mal unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.